Kapitel 35 Turnier der Champions Finale. Sämtliche Gespräche und Vermutungen Polana Vatras zerbrachen in diesem einen Moment. Sie alle waren bereits auf ein finales Duell mit Olanga eingestellt gewesen. Doch wird es letztlich nicht dazu kommen. Stattdessen standen in diesem Finale nun zwei Teams gegeneinander, welche noch niemals zuvor überhaupt Teil des Turnieres gewesen waren. Umso schwerer würde es werden, die Gegner wahrlich einzuschätzen. 20 Minuten später waren bereits Team Polana Vatra und Team Radiance auf dem Kampffeld angekommen, wo sie auf Elementaras Startschuss warteten, während auf den Bänken hunderte Stimmen durcheinander redeten. Im Zentrum des Ganzen versuchten beide Teams über den Lärmpegel hinweg, die anderen etwas besser kennenzulernen. Hey, du bist Aurora, oder? Ja, bin ich. Warum? Aurora gegenüber stand ein Pokémon, welches ihr bis auf wenige Details eigentlich 1:1 glich. Vermutlich das einzige Eis-Vulnona, welches sie außerhalb ihrer eigenen Familie je gesehen hatte. Aus Interesse. Außerdem will ich wissen, mit wem wir es gleich zu tun bekommen. Ach, bin übrigens Shane. Ja, das habe ich mitbekommen. Ihr macht uns das Ganze schon schwieriger als gedacht. Unser ganzes Team war auf ein Rematch gegen Olanga eingestellt. Dito, bei uns dachte auch niemand, dass ihr gegen Iron Fist gewinnt. Aber dafür wissen jetzt nicht mal die Zuschauer, was sie erwarten können. Etwas betrübt blickte Aurora hinauf zur Kabine, in welcher Elementara gerade Platz nahm. Das stimmt, aber sie wissen auch nicht, worum es wahrlich geht. Nur Elementara tut das. Sie und wir. Zum Ende des Gespräches entschied sich Shane für eine sehr diplomatische Antwort. Ich frag nicht weiter. Selbst wenn es gewollt hätte. Die Zeit ließ ohnehin keine Fragen mehr zu, als ein weiteres Mal Elementaras Stimme durch die Lautsprecher erklang. Meine geschätzten Mitkämpfer und Mit-Pokémon, die Zeit ist wieder einmal gekommen. Von einfach 16 Teams verbleiben nun noch diese beiden. Und nur eines von ihnen wird morgen auf diesen Rasen zurückkehren, für das große Champion-Duell. Nun stehen zwei Teams vor uns, die wohl die wenigsten erwartet hatten, hier zu sehen. Die einzigen beiden Eis-Vulnona unserer gesamten Liga führen heute ihre Teams ins Finale. Beide nach Siegen gegen die beiden Favoriten für den Sieg. Team Radiance seit einer Weile in der Königsliga, doch diese Saison größten Aufwind gegen die Neuheitssensation des Team Polana Vatra. Eine Gruppe gemischt wie keine andere. Mit einstigen Menschen, ehemaligen Leitern, früheren Anhängern Epsilons und selbst ihrem einstigen Teampartner, die Karriereleiter erklimmen wie niemand zuvor. Team Radiance unter dem Nemesis Nick Schrosmas gegen Polana Vatra unter dem Nemesis Epsilons. Lasst die Spiele beginnen. Bevor die Teams sich jedoch in ihre Kammern begaben, kam ein weiteres Mal Shane angelaufen. Sagt Elementara gerade wirklich, dass ihr einen ehemaligen Menschen im Team habt? Auch wenn das Vulnona nicht wusste, wen genau er ansprach, antwortete der Betroffene. Ja, aber das musst du nicht verstehen, wenn du es nicht tust. Doch, das tue ich. Ich dachte bloß, ich wäre der Einzige. Aber ich muss dann zurück zu meinem Team. Viel Glück euch allen. Gleichfalls. Kam war der Leiter des Team Radiance verschwunden, wandte sich Kell an die Leiterin seines Teams. Meinte der Kerl das gerade ernst? Gibt es außer mir Menschen in dieser Liga? An sich war es eine sinnvolle Frage. Der Fakt, dass Aurora früher am Tag bereits erwähnt hatte, dass sie noch nie von Team Radiance gehört hatte, negierte diese Logik allerdings. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich wüsste auch nicht, warum er lügen sollte. In Polana Vatras Kammer begann die Besprechung schnell. Im Fokus stand eine große Frage, welche den Kampf deutlich komplizierter machen konnte. Was zur Hölle war Amigento? Und welchen Typen hatte er? Kell hatte noch zuvor versucht, indirekt Informationen in einem Gespräch zu erschleichen. Jedoch hatte er als Antwort auf Amigentos Typ ein Ja bekommen, was ihm weniger weiterhalf, als er gerne hätte. Somit blieb das Wissen über die drei Pokémon und ein klarer Plan Auroras.
Wenn das irgendwie klappt, dann will ich gegen Shane kämpfen. Ich bin mir sicher, er ist gegen Feuer und Gestein eher vorbereitet als gegen einen Eiswohn oder mit Stahlattacke. Kelma Shadow, von euch kämpft im besten Fall einer gegen Lucario. Bei Amigento, keine Ahnung, da raten wir. Und gegen Psyana geht eigentlich auch alles. Seraora, du hattest bisher heute wenig zu tun. Du fängst an. Runde 1. Seraora gegen Psyana. Das große Finale begann. Bereits der Anfang dieses Kampfes zeigte, es würde ein Duell von Offensive auf Seiten Polana Vatras gegen Defensive auf Seiten von Team Radiance werden. Lichtschild, Reflektor und Trickraum formten das Kampffeld sofort nach Psyanas Vorstellungen. Eigentlich war Trickraum, welcher die Geschwindigkeiten der Pokémon tauschte, für das recht agile Psyana oft ein Nachteil. Seraora war aber einer der schnellsten Kämpfer der gesamten Liga. Gerade sein Kampfstil war, wogegen Psyana sich vorbereitet hatte. Was nun herauskam, war ein defensiv nahezu unantastbares Psycho-Pokémon mit starken Distanzangriffen und einer stabilen Geschwindigkeit. Der einzige Bereich, in dem Seraora nun noch über war, war der Nahkampf, welchen er jedoch erst erreichen müsste. Allerdings hatte er bereits eine Idee, dies umzusetzen. Auch Seraora hatte sich eine neue Technik angeschafft. Nicht unbedingt die allerstärkste, doch in einer Lage wie dieser wirkte sie effektiv. Als Psyana so das nächste Mal in der Ferne einen Angriff begann, nutzte Seraora die Zeit, um ein Elektrofeld zu erschaffen. Seine Attacken wurden hierdurch etwas stärker, doch vor allem, es ersetzte den Trickraum. Bevor Team Radiances Mitglied dies realisieren konnte, stand der Gegner bereits neben ihr. Lang nicht gesehen! Trotz des Lichtschildes richteten unzählige Hiebe mit Dunkelklaue eine Menge Schaden an, welche Psyana nicht leicht wegstecken konnte. Doch noch bedeutender als der Schaden war, wie weit sie zurückgedrängt wurde. Kampf 1 ist zu Ende. Polana Vatra geht in Führung. Einer von drei. Der Turniersieg schien bereits so nahe. Das Finale zeigte bereits eine erste Tendenz. In Runde 2 trafen die beiden Kämpfer der unterschiedlichen Teams aufeinander. Machado gegen Tessa das Lucario. Jedoch gab es auch in diesem Bereich riesige Unterschiede. Denn Machado war ein Kampf-Pokémon, welches völlig immun gegen diesen Typen war. Während Tessa ein Kampf-Pokémon mit einer Schwäche dagegen war. So entstand aus einer Typengleichheit eine völlige Einseitigkeit und eine Steilvorlage für den Matchpoint. Eindeutig war die Taktik von Polana Vatras Geist inzwischen bekannt genug geworden, damit Tessa keine Zeit für Doppelteam lassen wollte. Allerdings, so sah Machado die Lage, war dies weniger ein Nachteil für ihn als ein etwas weniger geschenkter Sieg. Doch immer noch beherrschte er seine Bewegung in den Schatten sowie Aurasphäre als schnellen Distanzangriff. Zwar zeigte Tessa sich sehr wehrhaft, gerade da sie mit ihrem Auraknochen Projektile schlicht reflektierte. Jedoch schaffte sie es zwar defensiv mächtig zu sein, jedoch fehlte auch ihr, wie vielen, eine aggressive Strategie gegen ein derart evasives Pokémon. Allgemein schien sie nicht sonderlich viele Angriffe zu besitzen, die Machado verwunden konnten. Erdbeben hatte sie, die Frage wäre wohl auch eher, wer das nicht hatte. Doch ansonsten gab sie nix preis, was aber auch daran liegen konnte, dass sie nicht in Machados Nähe kam. Und diese Minuten reichten aus, damit der Geist Verhaltensmuster betrachten konnte. Bei seiner nächsten Aurasphäre begann er sofort Doppelteam zu nutzen, während seine Gegnerin sich wieder einmal an einer Reflexion versuchte, die durch die reflektierte Kampfattacke gegen Machado ohnehin nutzlos war. Und so stand wieder einmal ein Ligakämpfer gegen 10 Machados. Polana Vatra 2. Nur noch ein einziger Sieg. Mit einem leisen Murmeln verschwand auch Tessa wieder in ihre Kammer. Und beinahe glaubte Machado die Worte "Scheiß Camper" vernehmen zu können. Kel sollte nun den finalen Punkt holen. Er stand auf dem Schlachtfeld. Ihm gegenüber das große Mysterium des Team Radiance. Amigento. Sag mal, einfach aus Interesse. Findest du eigentlich Boden oder Gestein schlimmer? Du stellst mir diese Frage, bevor wir kämpfen. Erwartest du wirklich eine Antwort?
Amigentos Augen begannen in allen Farben des Regenbogens zu leuchten, bevor sie bei einem dunkelblauen Ton stoppten. Du hast recht, Wasser ist bestimmt noch schlimmer. Was? Von der Situation überrumpelt schafft der Callisten nur gerade so, einer massiven Hydropumpe zu entgehen. Sofort folgte ein Geysir aus dem Boden, welcher Kell in die Höhe trug, wo bereits eine Wasserblase wartete, welche Kell jedoch zerschlug, bevor etwas geschehen konnte. Es war, als wäre dieses massive Pokémon ein Wassertyp. Aber wie konnte das sein? Nichts an seinem Aussehen sprach dafür. Und was sollten all die Farben bedeuten? Im Gedanken an diese begann Kell zu begreifen. Er dachte an seine indirekte Nachfrage an den Typen vorhin und an die Antwort ja. Konnte dieses Wesen sein Element verändern? Wenn dies wirklich der Fall war und Amigento dann allem Anschein nach auch noch ein grundlegend mächtiger Kämpfer sei, wie zur Hölle sollte man ihn dann bezwingen können? Ja, Kell beherrschte Stromstoß, aber dazu müsste er erst einmal gegen all die Wasserattacken irgendwie in den Nahkampf gelangen. Außerdem musste er Stromstoß erst für eine Sekunde aufladen. In dieser Zeit konnte Amigento reagieren und zum Bodentyp wechseln. Gab es eine Möglichkeit für ein normales Pokémon gegen dieses Monstrum zu gewinnen? Also Kell fand keine. Runde 3 endet. Das Duell geht noch weiter. Polana Vatra 2, Team Radiance 1. Runde 4. Nächster Matchpoint. Ein Duell wie aus dem Bilderbuch. Aurora gegen Shane, Eisvulnonas unter sich. Was Shane jedoch nicht wusste. Seine Gegnerin war wohl das einzige Eisvulnona, welches eine Stahlattacke beherrschte. Da war sie sich sicher. Wobei sie sich jedoch nicht sicher war, beherrschte auch ihr Gegner Aurora-Schleier. Wenn ja, dann würde Hagel keinen Vorteil bringen, sondern einfach nur die Zeit, die er brauchte, um entfacht zu werden, kosten. Vermutlich würde Shane trotzdessen mit einem defensiven Beginn rechnen. Ob es nun das Feld zu formen, Hagel freizusetzen oder einen Reflektor entstehen zu lassen sei. Genau deswegen wollte sie nachnahmen, was Knackrack ihr im Halbfinale angetan hatte. Eine sofortige Stahlattacke, ohne jede Rücksicht auf Verluste. Stahlstrahl, direkt frontal. Allerdings funktionierte diese Technik nicht. Und Auroras Überraschung war verloren. Der Vorteil: Es basierte auf Gegenseitigkeit. Auroras Stahlstrahl kollidierte nämlich mit dem exakt selbigen Angriff von Shane. Beide Vulnona hatten die gleiche Idee gehabt, ohne zu ahnen, dass der jeweils andere sie überhaupt haben könnte. Du wärst Stahlstrahl, aber wie? Unsere Spezies sollte das gar nicht können. Die Frage geht nicht zurück. Das war meine Geheimwaffe. Nicht nur deine. Dann eben altmodisch. Wieder hatte Shane einen ähnlichen Gedanken gefasst, war jedoch nach den Überlegungen auf ein anderes Ergebnis gekommen. Er nutzte Hagel, worauf Aurora sofort mit Aurora Schleier antwortete. Jetzt komm schon, lass mich endlich mal was Eigenes machen. Keine Sorge, du darfst den Ring gerne ganz alleine verlassen. Sofort sprang sie auf ihren Gegner zu, nun bedacht auf direkten Nahkampf. Ein Duell, auf welches sich der inzwischen ebenfalls durch Aurora Schleier gestärkte Shane einließ. Wenn alle Gimmicks negiert wurden, dann gab es auch im Interspezies-Duell nur simple Hiebe. So entstand für die Zuschauer das wohl spannendste Duell bis an diesen Punkt. Doch schnell musste Aurora sich eingestehen. Ihr Gegner war ihr über. Was auch immer Elementara vorhin über einen Necrozma gesagt hatte, es hatte dieses Vulnona mit viel Erfahrung zurückgelassen. Und so dachte Aurora zurück. An die Zeiten, als sie alleine zu Hause saß und las. In ihren Geschichten waren es immer die ersten Ereignisse, die der Schlüssel in derartigen Duellen waren. Ihr erstes Duell, ein Trainingsmatch gegen Team Slash. Damals hatten sie mit 2-1 verloren. Den einen Sieg hatten sie bekommen als... Der nächste Hieb ließ Aurora zurückfallen und hinterließ sie ohne Deckung. Weitere Hiebe folgten, bis sich Team Polana Vatras Leiterin auf den Boden gedrückt fühlte. Instinktiv wollte sie sich abfangen, um stehen zu bleiben.
aber Erfahrung lehrte sie. Sie ließ sich zu Boden fallen und rollte blind los. Und sofort spürte sie einen Tritt in ihren Magen. Shane hatte einen Seitenhieb ausführen wollen, um den Sieg zu erringen und hatte nicht mit einer derart unklugen Option gerechnet. Deswegen stürzte er außerhalb des Rings. Das war's! Aurora gewinnt das Duell der Artgenossen! Team Polana Vatra bezwingt Team Radiance im Finale mit 3:1. Sie werden morgen im Champion-Duell gegen mein Team antreten.